Herr Schaffen, ich darf Sie begrüßen zu unserem Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut und unsere erste Lektion heißt: Was ist überhaupt physikalische Chemie? Oder anders formuliert, wie beschreibt man Chemie mit Zahlen? Denn genau das ist es, was die physikalische Chemie will. Chemie, Stoffe, die reagieren von Ausgangszustand zum Endzustand, mit Zahlen zu beschreiben. In der Physik hat man oft das Konzept des Massenpunktes. Man komprimiert die Gegenstände, deren Bewegung man zum Beispiel untersuchen will, zu einem Massenpunkt und fragt sich, wie kann man jetzt die Bewegung dieses einzelnen Punktes mit Formeln beschreiben. In der Chemie ist das keine praktikable Möglichkeit. Wir haben sehr, sehr viele Massenpunkte, nämlich unsere Moleküle, unsere Atome, die chemische Reaktionen durchführen, und es ist nicht sinnvoll, jeden Massenpunkt einzeln zu beschreiben. Tatsächlich macht man es so, dass man die Massenpunkte, die einem interessieren, zusammenfasst und als System bezeichnet. Ein System ist also ein Teil des Universums, in dem sehr viele Teilchen sich befinden, und unsere Aufgabe in der physikalischen Chemie ist es jetzt, dieses System mit Zahlen zu beschreiben. Außerhalb des Systems, außerhalb der Grenzen, ist die Umgebung. Zwischen System und Umgebung sind reale oder gedachte Grenzen. Je nachdem, ob diese Grenzen energiedurchlässig sind oder massedurchlässig sind, oder vielleicht auch völlig undurchlässig sind, unterscheidet man offene Systeme, geschlossene Systeme und isolierte Systeme. Eine sehr abstrakte Formulierung, aber daher auch universell anwendbar. Das Volumen Luft in diesem Behälter ist zum Beispiel ein geschlossenes System. Es kann zwar Energie austauschen, Wärme und Arbeit austauschen mit der Umgebung, aber die Masse bleibt hier erhalten. Wir haben keinen Masseaustausch. Der Inhalt einer Thermoskanne ist ein isoliertes System. Hier sind Energie- und Materieaustausch ausgeschlossen. Und jedes offene Gefäß ist ein offenes System. Die obere Grenze hier ist nur eine gedachte Grenze. Um ein System eindeutig zu beschreiben, brauchen wir mehrere Zahlenangaben. Wir schauen uns zum Beispiel an, ob das System homogen ist und wenn nicht, wie viele Phasen vorliegen. Die erste Zahl, die wir benötigen, um ein System zu beschreiben, ist die Anzahl der Phasen. In diesem System haben wir eine dichte Phase, die Flüssigphase, eine weniger dichte Phase, die Gasphase, genau wie hier gezeichnet. Das ist ein Zweiphasensystem. Dieses System ist ein Einphasensystem. Auch dieses System hier ist ein Zweiphasensystem. Vom Begriff der Phase zu unterscheiden ist der Begriff der Komponente. Hier geht es darum, wie viele Arten von Teilchen in unserem System vorhanden sind. Wir haben hier zwar zwei Phasen, aber wir haben nur eine Komponente, nämlich nur weiße Teilchen. Hier haben wir zwei Phasen und zwei Komponenten. Wenn wir in diesem Gefäß nur Wasser vorliegen haben, also H2O-Moleküle, hätten wir hier auch ein Einkomponentensystem. Luft ist eine Mischung aus Stickstoff und Sauerstoff, das heißt, wir hätten hier ein Zweikomponentensystem. Komponenten und Phasen sind zwei wichtige Zahlenangaben für ein System, reichen aber noch nicht aus, um das System eindeutig zu beschreiben. In der Tat brauchen wir noch weitere Größen, weitere Zahlen, um das System so zu beschreiben, dass es jeder auf der Welt nachstellen kann. Diese Zahlen sind üblicherweise mit Einheiten auch versehen und sind physikalische Größen, zum Beispiel die Masse oder das Volumen. Diese Größen kennen wir aus dem Alltag und es sind Eigenschaften, die wir dem System zuordnen. Die Masse als eine Eigenschaft, die
mit dem Gewicht zu tun hat, das Volumen eine Eigenschaft, die mit der Ausdehnung des Systems zu tun hat. Diese Zustandsgrößen, wie man auch sagt, sind sinnvoll, weil man das System damit sinnvoll charakterisieren kann und sind messbar. Das sind die einzigen Anforderungen, die wir an Zustandsgrößen stellen. Masse und Volumen sind extensive Zustandsgrößen. Damit meint man, dass eine Vergrößerung des Systems, zum Beispiel das Doppelte, zu einer Verdoppelung dieser Größen führt. Die Dichte, auch eine weitere Eigenschaft, eine weitere Zustandsgröße, ist eine intensive Zustandsgröße. Bei Verdoppelung der Größe des Systems bleibt die Dichte gleich. Die Stoffmenge wiederum eine extensive Zustandsgröße, in der Chemie sehr häufig zu finden. Der Molenbruch bei Mehrkomponentensystemen eine intensive Zustandsgröße, eine Angabe über die Konzentration. Wichtige intensive Zustandsgrößen sind noch die Temperatur und der Druck. Die Thermodynamik, eine Sparte der physikalischen Chemie, erfindet nun weitere Zustandsgrößen. Und zwar, weil diese Zustandsgrößen sinnvoll sind, weil es damit möglich ist, Gesetzmäßigkeiten einfach zu beschreiben. Eine dieser Zustandsgrößen ist die Enthalpie mit H abgekürzt. Die Enthalpie ist genauso eine Eigenschaft wie die Masse oder das Volumen eines Systems. Wir können also sagen, dieses Volumen Luft, dieses System hat eine gewisse Enthalpie. Die Enthalpie ist messbar und sie ist sinnvoll, denn sie hat die Bedeutung der Energie in diesem System. Wie viel ist ein Maß dafür, wie viel Energie in diesem System steckt? Ist eine extensive Zustandsgröße. Wenn ich das System verdopple, verdopple ich die Enthalpie. Ich kann aus jeder extensiven Zustandsgröße eine intensive Zustandsgröße machen, indem ich durch die Masse oder durch die Stoffmenge dividiere. Dann bekomme ich die spezifische oder die molare Größe. H durch M zum Beispiel ist die spezifische Enthalpie, klein h. Joule durch Kilogramm ist die Einheit. Eine Größe, die ebenfalls sehr wichtig ist in der Thermodynamik, ist die freie Enthalpie G. Dies ist ein Maß für die Stabilität eines Systems. Eine ganz große Thematik der Thermodynamik ist die Stabilität. Man fragt sich, wie stabil ist ein System? Kann es vielleicht noch mehr sich stabilisieren? Kann es noch in eine Richtung sich fortbewegen? Oder ist es schon im Maximum der Stabilität angelangt? Die freie Enthalpie ist dafür eine Maßzahl. Die freie Enthalpie ist genau wie die Enthalpie eine extensive Größe. Man kann, wenn man durch die Stoffmenge dividiert, aus der freien Enthalpie eine intensive Größe machen, die sogar einen eigenen Namen hat, nämlich das chemische Potential μ. Doch dazu später mehr. Man braucht nun nicht alle diese Zustandsgrößen, um ein System zu beschreiben. In der Tat reichen in der Regel nur einige wenige, wenn man es mit einfachen Systemen zu tun hat. Wie viele Größen man braucht, das sagt uns die Gibbsche Phasenregel. Gibbs war ein ganz großer Thermodynamiker und er hat Ende des 19. Jahrhunderts die nach ihm benannte Regel aufgestellt. Wenn ich ein System habe mit C Komponenten und P Phasen, brauche ich genau F intensive Zustandsgrößen, um dieses System eindeutig zu beschreiben. F plus P gleich C plus 2. Wenn ich beispielsweise in einem System nur eine Komponente habe und dieses System gasförmig ist, nehmen wir eine Probe mit Helium, dann haben wir C gleich 1, nämlich Helium, dann haben wir P gleich 1, nämlich gasförmig, und nach Gibbs ergeben sich die Zahl F als 2, das heißt, wir brauchen zwei intensive Zustandsgrößen, um dieses System eindeutig zu beschreiben. Zwei Eigenschaften. Zum Beispiel das Volumen, zum Beispiel die Temperatur. F heißt auch Freiheitsgrad, weil wir genau die Anzahl an Größen frei wählen dürfen. Wir dürfen nicht mehr frei wählen und auch nicht weniger. Wenn wir weniger wählen, ist das System nicht bestimmt. Mehr können wir nicht frei wählen, denn alle anderen Zustandsgrößen, also in dem Fall jetzt hier zum Beispiel der Druck oder die Dichte, stellen sich ein.
und können von uns nicht mehr frei gewählt werden. Wenn wir hier Wasser im System haben, und zwar nur Wasser, flüssiges Wasser, gasförmiges Wasser, dann hätten wir ein Zwei-Phasen-System mit einer Komponente. Nach Gibbs hat dieses System nur noch einen Freiheitsgrad. Ich darf mir jetzt nur noch eine Größe frei wünschen, zum Beispiel die Temperatur. Dann ist alles andere festgelegt. Wenn ich mir die Temperatur gewünscht habe, ist die Dichte von der Flüssigkeit festgelegt, die Dichte von dem Gas festgelegt, der Druck von dem Gas festgelegt, die Enthalpie festgelegt, etc. etc. Ein Freiheitsgrad. Welcher das ist mir überlassen. Ich kann mir die Temperatur wünschen, dann ist alles andere festgelegt, zum Beispiel auch der Druck. Ich kann mir aber auch den Druck wünschen, dann ist aber die Temperatur festgelegt. Ich kann mir auch die spezifische Enthalpie wünschen. Auch das ist eine Möglichkeit. Eine Größe aus der Vielzahl der Zustandsgrößen. Wenn wir zusammenfassen, können wir sagen, die physikalische Chemie stellt sich die Aufgabe, Systeme, Vielteilchensysteme zu beschreiben. Und wenn wir dies tun wollen, vollständig, brauchen wir die Anzahl der Komponenten, die Anzahl der Phasen und F-Zustandsgrößen, die wir nach der Gibbschen Phasenregel ausrechnen können.